Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wien hat aktuell. Ja, heute dreht sich alles um das neue Bundesinfektionsschutzgesetz, das quasi Ermächtigungsgesetz für die Regierung Merkel, und es tut sich vieles bei den Tests. Ich kläre euch auf, bleibt mal dran. Ja, liebe Freunde, ich glaube, ihr habt auch euren Augen nicht getraut, als ihr es gelesen habt. Mir ging es genauso. Mitten in der Hochphase der Pandemie, mitten im neuen Lockdown, wo tagtäglich Horrormeldungen kommen, dass wieder neue Höchststände bei den positiv Getesteten erreicht werden, wo Horrormeldungen kommen, dass eine extreme große Anzahl an Personen infiziert ist mit dem neuen Coronavirus. Da sagt das RKI auf einmal, es muss weniger getestet werden. Und es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die ganzen Labore sind mittlerweile so ausgelastet und überlastet mit diesen ganzen Tests, dass die gar nicht mehr hinterherkommen. Und man soll sich jetzt bitte darauf konzentrieren, dass man nur noch diejenigen testet, die wirklich Symptome haben, wo man wirklich einen Anhaltspunkt hat, den man gerne überprüfen möchte. Und da sage ich ganz klar, das widerspricht der Politik der Regierung Söder, das widerspricht der Regierungspolitik von Frau Merkel, denn man hat immer gesagt, es sollen sich so viele testen lassen, so möglichst alle sollen sich testen lassen. Es gibt so Corona-Hypochonder, die lassen sich jeden Tag testen, sind sich aber nicht bewusst, was das für Auswirkungen hat. Denn jeder, der getestet wird, hat logischerweise Kontaktpersonen, die werden auch wieder getestet. Das ist ein Schneeballsystem, das Ganze. Das heißt, ein Kind beispielsweise in der Schule, in einer Klasse von 25 Kindern, 30 Kindern, hat irgendwie Halsweh, wird getestet und vorsichtshalber wird die ganze Schulklasse mit getestet. Also die Frage, wird auch der Lehrer mit getestet? Was ist mit den ganzen Eltern, die logischerweise dann auch eine Verdachtsperson zu Hause sitzen haben mit ihrem Schulkind? Das hat vielleicht noch Geschwister. Also das nimmt allmählich alles Züge an, die einfach nicht mehr vertretbar sind, wenn man sich auch mal anschaut, was so ein PCR-Test kostet. Und natürlich sind diese PCR-Tests auch in der Kritik, dass sie sehr viele falsch positive oder falsch negative Ergebnisse liefern, sind nicht so zuverlässig, wie man sich das vorstellt. Und bei mehreren hunderttausend Tests jeden Tag, vielleicht auch schon im Millionenbereich, da kann man sich vorstellen, wie viele falsche Ergebnisse dabei sind, wo dann logischerweise das Schneeballsystem genauso wirkt, wo dann die Leute von der Arbeit zu Hause bleiben müssen, die Firmen werden und so weiter und so weiter. Deswegen mein Appell an euch, aufgrund dieser Meldung vom RKI, lasst euch bitte nur testen, wenn es absolut notwendig ist, wenn es die Behörde vorschreibt oder wenn es nicht mehr vermeidbar ist. Aber lasst diese freiwilligen Tests sein. Man hat hier Politik von der Staatsregierung aus in Bayern vor allem ganz falsche Anreize gesetzt. Es haben sich nach dem Urlaub viele an den Autobahnen testen lassen, vielleicht auch in der Hoffnung, den Urlaub etwas zu verlängern oder aus reiner Panik heraus. Es ist nicht nötig. Geht zu eurem Arzt, der sagt euch dann, wenn es wirklich notwendig ist, oder wenn ihr beispielsweise Symptome habt, dann lasst euch testen. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, jetzt vorsichtshalber mal aus Jux und Dollerei jeden Tag an die Teststation zu fahren, sich dort testen zu lassen. Lasst es bleiben. Was ihr da anrichtet, ist desaströs für euer persönliches Umfeld und desaströs für unsere Gesamtgesellschaft. Das hat nichts mit Verantwortung oder sozialer Verantwortung gegenüber anderen Menschen zu tun, nur weil man hier selber Panik schiebt und eine potenzielle Infektion im Raum steht. Ja, das andere Thema, was ich mit euch noch besprechen wollte, ist heute aktuell im Bundestag, nämlich das Thema der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes. Und ich habe mir das mal angeschaut, da sind ganz tolle Sachen drin, auf die wir, glaube ich, gut und gerne verzichten können oder möchten. Man hat sich jetzt dazu durchgerungen, dieses Infektionsschutzgesetz den laufenden Verordnungen anzupassen, um hier eine Rechtsgrundlage zu haben. Da glaubt doch wirklich keiner mehr daran, dass in 4 Wochen dieser Lockdown vorbei ist, wenn man jetzt das Ganze in Gesetzestext übergehen lässt. Das hat also nichts mehr Vorübergehendes. Das ist eine Manifestation des jetzigen Zustands oder noch schlimmer. Weil wenn wir jetzt mal reinschauen, ich habe es euch jetzt hier mal ausgedruckt,
logischerweise die ganzen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum, vor allem auch im privaten Raum, können hier per Gesetz dann weiter aufrechterhalten werden und eingeschränkt werden. Das Abstandsgebot im öffentlichen Raum, die Maskenpflicht selbstverständlich. Dann die Untersagung und Beschränkung von Freizeit, Kultur und ähnlichen Veranstaltungen, von Sportveranstaltungen, von Übernachtungsangeboten. Dann haben wir die Untersagung von Betriebs- und Gewerbeausübung, das heißt die Schließung von Einzel- und Großhandel. Das ist genau das, was wir im Frühjahr hatten. Das ist nicht mehr der Lockdown Light, das ist der große Lockdown. Und Untersagen von Alkoholausgabe, Untersagung von betriebsgastronomischer Einrichtungen und all dem, das geht nicht mehr um ein paar Wochen, das geht jetzt langfristig, liebe Freunde, und da sollten wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet, mehr Leute aufklärt und wenn ihr euch logischerweise engagiert, werdet AfD-Mitglied, abonniert meinen Kanal, geht zu den verschiedenen Kundgebungen und Demos. Jetzt ist noch Zeit, wir müssen uns jetzt auf die Hinterbeine stellen, um hier diesen Irrsinn endlich zu beenden. Vielen Dank.